Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus Shanghai zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, den 2. September 2024. Was Sie da im Hintergrund leider verspiegelt durchs Hotelfenster eigentlich sehen könnten, ist die Skyline, die Fluss-Skyline von Shanghai. Zum ersten Mal im Leben befinde ich mich in dieser chinesischen Hafenstadt mit ihrer großen, auch großartigen und eindrücklichen Geschichte. Und Shanghai, vielleicht wie keine andere chinesische Großstadt, steht für diese unglaubliche wirtschaftliche Dynamik und wirtschaftliche Entwicklung, die China durchgemacht hat seit den 1980er Jahren. Das ist eine Leistung, die meines Erachtens viel zu wenig Anerkennung gewonnen hat, viel zu wenig Respekt erhält, dass es nämlich den Chinesen gelungen ist, rund 800 Millionen Menschen aus absoluter, finsterster Armut in einen relativen Wohlstand hineinzubringen. Und mit diesen 800 Millionen Chinesen eben auch den Rest der Welt, den Rest der Welt sozusagen als Wirtschaftslokomotive nach vorne zu katapultieren geradezu. Ich meine, wo wäre die deutsche Exportindustrie, wo wäre die schweizerische Exportindustrie ohne China? Und man kritisiert ja immer wieder die Chinesen dafür, dass es hier Menschenrechtsverletzungen gäbe. Man könnte im Gegenzug auch einmal sagen, dass diese Wirtschaftsentwicklung, dieses Wirtschaftswunder, das in China entfesselt worden ist, dass das eine weltmeisterliche Leistung, gerade auch in Sachen der Menschenrechte, bedeutet. Denn Menschenrechte haben ja auch damit zu tun, ob die Menschen sozusagen in absoluter, in übelster Armut im Elend leben müssen oder eben, ob sie ausreichende, auch materielle Voraussetzungen haben, um ihr Dasein zu bestreiten. Also das ist etwas, was sich einem hier mitteilt. Wir haben gestern, ich bin Teilnehmer bzw. teilnehmender Beobachter an einem internationalen Symposium hier in Shanghai. Ich werde darüber dann auch laufend berichten können in meinen Morgensendungen, vielleicht auch den einen oder anderen Video einstreuen. Allerdings ist die Datenübermittlung nicht ganz trivial von solchen Mengen. Ich habe schon den einen oder anderen Film aufgezeichnet. Möglicherweise liefere ich die Ihnen dann in der zweiten Wochenhälfte erst nach. Aber ich kann hier an einem Symposium teilnehmen, an einer Konferenz mit internationalen Politikern, die sich zu verschiedenen Fragen äußern. Und dazwischen gibt es die Gelegenheit, sich Shanghai etwas genauer anzuschauen. Gestern zum Beispiel haben wir uns zuerst etwas zwei Produktionsbetriebe näher unter die Lupe genommen. Eine Flugzeugfabrik und dann eine Autoproduktion. Zwei gigantische Industrieanlagen mit Ausmaßen, von denen man sich überhaupt keine Begriffe machen kann in der Schweiz. Also das ist über endlos scheinende Flächen sind da seit relativ kurzem diese Produktionsanlagen installiert worden. Comac, das ist der Name des Flugzeugherstellers, auch also steil nach oben ist das gegangen, punkto Wachstum dieses Unternehmens. Und natürlich hat man uns hier das von der allerbesten und schönsten Seite gezeigt. Aber es ist schon sehr eindrücklich, auch die Automatisierung, die Roboterisierung, das Gleiche bei den Autos. Und wir waren dann am Nachmittag auch noch in einzelnen Stadtquartieren, die da also mit planender Hand, planwirtschaftlich sozusagen, aufs Modernste renoviert worden sind mit imposanten städtebaulichen Anlagen. Also das sind so erste Impressionen, die ich hier mitnehmen konnte. Als Schweizer kommt man sich in China natürlich noch kleiner vor, als man das ohnehin schon ist. Aber sehr interessant. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, einleiten, meine Damen und Herren, China und die Schweiz unterscheidet ja vieles. Wir haben ein ganz anderes politisches System in der Schweiz. Aber ich glaube,
etwas verbindet uns, eine Erfahrung teilen die Chinesen und die Schweizer, wenn man unter Voraussetzungen der Armut eine bessere Zukunft haben will, dann geht das nur mit einer marktwirtschaftlichen Entwicklung, mit einer marktwirtschaftlichen Politik und einer Weltoffenheit, mit der Bereitschaft, am Welthandel teilzunehmen. Und das ist ja in China auch die ganz große Herausforderung bei so einem Riesenland mit einer gewaltigen Bevölkerung. Wie können Sie diese wirtschaftliche Entwicklungsdynamik so gestalten, dass ihnen das Land nicht um die Ohren fliegt? Und das ist etwas, was vielleicht bei uns immer etwas unterschätzt wird mit Blick auf China. Das Trauma der Geschichte, wenn man sich vor Augen hält, was die Chinesen in den letzten 150 Jahren alles durchgemacht haben, Zusammenbruch ihrer jahrtausendealten kaiserlichen Herrschaft, eine uralte Zivilisation, Demütigung durch die westlichen Kolonialmächte, dann Bürgerkriege, fürchterliche Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert, dann der große Vorsitzende Mao, der versucht hat, das Land mit einer brutalen, brachialen, brechstangenmäßigen Interpretation des Kommunismus in die moderne, sozusagen auf der Überholspur zu katapultieren, das Ganze dann Ende der 70er Jahre in einer totalen Erstarrung und auch in einer wirtschaftlichen Lähmung endend, dann wiederum Nachfolger Deng Xiaoping, der die Öffnung inszenierte, der die Öffnung politisch nach vorne brachte. Und jetzt wieder Xi Jinping, der nach Auffassung von Experten die Schrauben wieder anzieht, vielleicht zu stark anzieht, das ist die ganz große Befürchtung, dass eben der chinesische Motor dann nicht mehr so läuft, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber Schweiz und China in dem Punkt wirtschaftlich ganz wichtig, auch wir mal ursprünglich ein armes Land, mussten durch unsere Tüchtigkeit, durch unsere Anstrengungen aus wirtschaftlichen Bäse hinaus in eine wunderbare oder sagen wir mal doch sehr erstaunliche auch Wohlstandsentwicklung hinein uns arbeiten in der Schweiz. Ich werde dazu dann noch einiges sagen können. Was sind die großen Nachrichten des Tages in der Schweiz? Sind natürlich auch alle Augen nach Sachsen und Thüringen gerichtet, die beiden Bundesländer. Was hat man da nicht alles lesen können? Prognosen, Wahlprognosen, da muss man immer aufpassen. Vor allem, wenn Parteien vorne liegen könnten, die den Journalisten nicht gefallen, dann werden natürlich die Prognosen so hoch gefahren, dass dann die Realität, wenn sie nicht ganz so strahlen bzw. so deutlich ist, wie das in den Voraussagen gezeichnet wurde, dann wird dann gleich von Enttäuschungen gesprochen. Aber ich glaube, man darf jedoch sagen, dass sich die Parteienlandschaft markant verändert hat, wie das eben auch zu erwarten gewesen war. Starke Zugewinne, sicherlich der große Wahlgewinner in beiden Bundesländern, die AfD, sowohl in Thüringen wie in Sachsen. In Thüringen hat man noch bessere Resultate erwartet als in Sachsen. Nach vorläufigen Auszählungen 33%, in Thüringen jetzt 33% für die AfD. Stärkste Kraft CDU 23,6. Das sind jetzt noch nicht die letzt verbrieften und ausgezählten Zahlen. Das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, 15,6% aus dem Stand. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Zahl, die da erreicht wurde. Wenn man sieht, wenn man das verrechnet, die Linkspartei 12,9%, die hat etwa 18% verloren. Also das sind sehr viele dieser Linkspartei, dürfen zum Bündnis Sahra Wagenknecht rübergewechselt haben, aber nicht nur. Die SPD mit 6%, ein unglaublicher Einbruch. Die Grünen fliegen damit 3,2% aus dem Landtag. Triumph also für den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke. Bei der Sitzverteilung wird sich das dann entsprechend niederschlagen. Noch ein Blick auf Sachsen. Da bleibt die CDU, so wie es jetzt aussieht, knapp vor der AfD. Stärkste Partei 31,8%, die AfD 30,8%, BSW 11,9%, SPD 7,3%, Linke und FDP nicht mehr im Dresdner Landtag vertreten. Es wird sehr anspruchsvoll werden für die Regierungsbildung. Man geht davon aus, dass die CDU es doch irgendwie schaffen wird, sich da an der Macht zu halten. In Sachsen, in Thüringen wohl auch Ausbremsung der AfD und ihrer Spitzenkandidaten Höcke, der ja Ministerpräsident werden
wollte. Ungeachtet dessen wird die AfD eine beträchtliche Einflussmacht besitzen in Thüringen, vielleicht sogar eine Sperrminorität, das heißt überall dort, wo bei Gesetzesanträgen eine Zweidrittelsmehrheit vorhanden wäre, könnte die AfD dies entsprechend verhindern durch ihr Gewicht, auch in Sachsen. Ich meine, das Bedeutende in der Demokratie ist immer, dass natürlich Oppositionsparteien immer auch den Mainstream sehr stark prägen können. Das sehen Sie jetzt bereits, haben Sie im Vorfeld der Wahlen gesehen, bei der ganzen Asylthematik, bei der Kriminalitätsthematik. Und das ist eben das Gute, dass Deutschland jetzt wieder eine Opposition hat, auch wenn jetzt die AfD-Fans vielleicht enttäuscht sind, dass ihre Partei nicht gleich die Steuerräder gewissermaßen übernimmt, die Regie. Aber sie haben in Deutschland jetzt in diesen Bundesländern, auch auf Bundesstufe, haben sie wieder eine Opposition. Und das hatte man eben unter Merkel, unter der Kanzlerin, der Langzeitkanzlerin nicht mehr. Sie hat ja dieses ja bräsige Kartell in Berlin gewissermaßen orchestriert, hat von den Linken und von den Grünen die wichtigsten Programmpunkte übernommen, Zuwanderung, Klima und Atomausstieg. Damit hat sie die Linken geschwächt, die CDU nach links geführt und dann hatte man so eine merkwürdige großkoalitionäre Einheitsgebilde, sozusagen einen Einheitsbrei. Ja, das hat etwas Breiiges, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und Merkel hat sich selber die Macht gesichert, aber sie hat eben die Bundesrepublik einer Opposition beraubt. Gewissermaßen. Und diese Situation haben sie nicht mehr. Und jetzt ist dadurch, durch die Alternative von Deutschland, sicherlich allem voran, ist eben Deutschland keine alternativlose Demokratie mehr, sondern eben eine richtige Demokratie. Denn eine Demokratie ohne Alternative ist keine Demokratie. Vielleicht noch ganz kurz zu den Deutungen jetzt in den Schweizer Medien. Man hat schon geschrieben, das sei gewissermaßen jetzt ein demokratischer Entscheid, der zu akzeptieren sei. Ja, was denn sonst? Der Tagesanzeiger hat geschrieben, das sei der Hass der Wähler gegen die Regierungskoalition, die nur gerade knapp 15% erreicht, ist natürlich ein Desaster für die Ampel und zeigt das, was wir Ihnen hier immer schon gesagt haben, dass einfach die Leute nach diesem grünen Überschwang, der eben nicht funktioniert hat, dass man jetzt eine konservative Korrektur wünscht. Das ist ja kein Weltuntergang und das Theater, das man um das herum macht, ist schon etwas gewöhnungsbedürftig da aus schweizerischer Sicht. Aber ein Hass ist das nicht, das ist kein Hass. Das ist eben das rechtsstaatlich demokratisch ausgedrückte Misstrauen der Bürger gegen ihre Regierung. Und sie haben ja auch einigen Grund dafür. Es scheint ja nicht völlig unberechtigt zu sein, dass man da diese Ampel-Performance nicht für das Gelbe vom Ei hält. Gewinner dürfte die CDU sein, am Ende, die in Sachsen weiterhin regieren wird und in Thüringen in komplexen Koalitionsverhandlungen dafür sorgen dürfte, dass die AfD, obwohl stärkste Kraft, außen vor bleibt. Gehen wir zu den Nachrichten in der Schweiz. Die Sonntagszeitung veröffentlicht Interna aus der geheimen CS Puck und nimmt vor allem den früheren Finanzminister Ueli Maurer ins Visier. Er habe mehrere Geheimtreffen mit der Spitze von CS und SNB durchgeführt. Was ist davon zu halten? Nun, es ist für Pucks typisch und üblich, dass sie immer Bundesräte, die nicht mehr im Amt sind, für schuldig erklärt. Die können sich nämlich nicht mehr wehren. Die neuen und gegenwärtigen Amtsinhaber, auch im Bundesrat, haben alles Interesse, um von sich selber abzulenken. Und dann natürlich eine ganze Armada von geschmeidigen PR-Mitarbeitern, die wiederum Journalisten kennen, die das Ganze in den Medien dann so zurechtkneten, dass es dann richtig herauskommt. Wir haben das ja auch bei Covid, bei Corona gesehen, da die kommunizierenden Röhren alle Verse, der Gesundheitsminister und das Ringier Verlagshaus. Wenn die Puck aber Ueli Maurer nicht mehr vorwirft, als das jetzt die Sonntagszeitung hier darstellt, ja, dann ist da sehr wenig Fleisch am Knochen, nämlich dass Bundesräte in einer angespannten Situation die Verantwortlichen treffen, einer Bank, einer Nationalbank, und nicht da über jedes dieser Treffen sozusagen
Pflichtschuldigste Rechenschaft ablegen, weil das einfach normal ist, alltäglich. Wir sind nicht ein überbürokratisierter Staat. Zum Glück, wir sind überbürokratisiert, aber offensichtlich nicht bürokratisiert genug, wenn man da auf diese Einschätzung der Journalisten abstellt. Ja, das scheint mir jetzt etwas sehr hoch gehängt zu sein. Es ist auch nicht die Aufgabe eines Finanzministers, abgesehen davon, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie eine Bank dasteht, wie schlecht oder wie gut es der geht. Für mich ist dieser ganze Zusammenbruch der CS natürlich jetzt im Rückblick zum einen natürlich die Folge von Managementfehlern, zum anderen aber auch ein Schlaglicht auf die einfach mangelhafte letztlich Finanzmarktaufsicht in der Schweiz. Ich meine, wenn man schon solche Banken hat und die behauptet man genauestens reguliert, wieso sieht man dann nicht, dass so eine Bank in ernsthaften Schwierigkeiten ist? Bastien Giraud tritt als Nationalrat zurück, wurde 2007 gewählt, der redet der Umweltwissenschaftler, arbeitet jetzt bei Deloitte im Bereich Nachhaltigkeit. Bastien Giraud war ein sehr umgänglicher, freundlicher Kollege, hat sich zu einem grünen Pragmatiker entwickelt und sieht auch die Massenzuwanderung als Problem für unsere Ökologie und Nachhaltigkeit. Nur wurde er immer wieder zurückgepfiffen von dem etwas fundamentalistischeren Flügel um Balthasar Galletti. Nun rückt nach die Meret Schneider. Die Meret Schneider ist eine der begabtesten Autorinnen unter der Bundeshaus Kuppel, sie kann sich mündlich und schriftlich exzellent ausdrücken. Ihre Abwahl 2023 nach nur 4 Jahren war für sie sehr hart. Sie wird sich sicher freuen, dass sie wieder in den Ring steigen kann. Der Druck auf SP-Justizminister Beat Jans nimmt zu, dem deutschen Beispiel zu folgen und ebenfalls Ausschaffungen durchzuführen. Da ist einfach das große Problem, während Deutschland Erfolge meldet bezüglich verschärfter Grenzkontrollen, die Zahl der zurückgewiesenen Asylinteressenten an der Schweizer Grenze hat markant zugenommen, vom letzten zu diesem Jahr um fast 100%. Also es waren früher vielleicht 500, die sie an der Grenze gepackt haben, jetzt schon weit über 800. Die Bampel-Regierung spricht von einem Erfolg. Und natürlich ist es ein Erfolg, wenn sie an der Grenze schärfer und genauer kontrollieren. Umso unverständlicher ist es, dass SP-Justizminister Beat Jans nichts von solchen Grenzkontrollen wissen will. Er sagt, das sei ineffizient. Auf welche Daten er sich dabei stützt, ist mir nicht bekannt. Die, die in Deutschland die Erfolgsmeldungen ausmachen, die können es anscheinend nicht sein. Dann interessant, jetzt dürfen in den Zeitungen alle möglichen Politiker in der Schweiz ihre Vorschläge zur Verschärfung der Maßnahmen gegenüber dem Migrations- und Asylchaos zum Besten geben. Die Ständeräte des Freisinns, Petra Gössi, Damian Müller, auch die Mitte-Politiker Marianne Binder und Martin Bäumle von der GLP überbieten sich da in Vorschlägen. Was glauben Sie, wer kommt nicht zu Wort in dieser ganzen Thematik? Obwohl Sie seit Jahren immer auf dieses Thema hinweisen, ist die SVP klar. Jetzt schminken sich natürlich alle das Thema an und es wird dann entsprechend in den Medien auch zugerüstet. Letztes Thema, auch aus zeitlichen Gründen. Es gibt eine Sparkommission unter Serge Gaillard, offensichtlich jetzt hier, das weiß die NZZ am Sonntag, beim Militär entsprechende Einsparungen und Kürzungen vornehmen möchte. Und im Visier haben diese Sparfüchse da offensichtlich, wie wir lesen, die Patrouille Suisse, diese Truppe von Flugartisten, von Flugkünstlern, die mit ihren Kampfjets die Menschen begeistern. Und ich finde, diese Sparbemühungen, die Absicht, die Patrouille Suisse da gewissermaßen zu canceln, ihr das Geld wegzunehmen, dass sie die Flugzeuge nicht mehr warten können, das wäre aus meiner Sicht ein kapitaler Fehlentscheid. Denn die Patrouille Suisse, meine Damen und Herren, das ist für mich die Luftwaffe der Herzen. Die Patrouille Suisse ist sozusagen die Verbindungslinie, die emotionale Nabelschnur von der Schweizer Armee eben ins Herzen der Bevölkerung
hinein. Die Patrouille Suisse, das sind ja gewissermaßen die letzten Sendboten und Außendienstvertreter gewissermaßen der Schweizer Armee, die auch das Wehrbewusstsein und die Präsenz der Streitkräfte der Armee im öffentlichen Bewusstsein wachhalten. Nachdem ja das Militär gänzlich aus dem Gesichtsfeld der Schweizer gewissermaßen herausgedrückt worden ist. Und das jetzt zu kürzen, das fände ich absolut falsch, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja eben die Wehrbereitschaft in der Schweiz stärken möchte. Und das geht eben nicht nur dadurch, dass sie angeblich mehr Geld ins Militär stecken wollen, sondern sie müssen eben auch dieses Bewusstsein in der Bevölkerung erzeugen und dieses Bewusstsein vielleicht auch wieder wachrufen, weil das gibt's gar nicht mehr. Das ist was ganz anderes, als man noch in den 70er und 80er Jahren viel stärker das Militär in der Alltagswirklichkeit drin hatte. Also ein Kapitalfehler, wenn Sie da tatsächlich die Patrouille Suisse streichen wollten, dürfen Sie nicht machen. Und dazu ist sicherlich dann noch einiges zu sagen. Ja, meine Damen und Herren, das wäre es fürs Erste einmal von Weltwoche Daily hier aus Shanghai. Sie sehen jetzt übrigens im Hintergrund schon langsam klärt sich der Himmel auf und Sie können einen Blick auf den Fluss werfen. Ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Vielen Dank.